Guten Tag, meine Damen und Herren. Wenn es beim Kontrabass und beim Cello darum geht, schnell zu spielen, dann ist das zunächst einmal natürlich eine Sache von Kraft. Also es gilt das alte Gesetz, wenn man kräftig ist, wenn man kräftige Finger hat, dann wird man auch mit weniger Kraft die Saiten niederhalten können, dann wird man auch schneller und leichter in der Lage sein, die Finger zu heben und aufzusetzen. Zunächst einmal ist es eine Kraftsache. Trotzdem geht es darum, dass die Finger flexibel bleiben beim Spielen. Ich will Ihnen heute mal eines demonstrieren. Wir können am Kontrabass leider nicht darauf verzichten, mit dem Daumen und den Fingern das Instrument zu halten. Der Bass ist ja hier nur an meinem Körper angelehnt, ja? Wenn ich anfange zu greifen, ohne mit dem Daumen dagegen zu drücken, dann sehen Sie schon, dann fällt mir der Bass nach hinten weg, weil der den Gegendruck nicht liefern kann. Das heißt, beim Greifen muss ich doch etwas hier mit dem Daumen gegen die Finger gegengreifen. Das ist ein wesentlicher Unterschied, den wir zum Cello, den wir beim Kontrabass leider haben. Es gibt bei den Kontrabassisten die Technik, dass man am Bass sitzt mit einem Stuhl. Und da ist das Instrument mehr vom Körper gestützt und da ist es eher möglich. Aber prinzipiell müssen wir leider im Kontrabass davon ausgehen, dass wir immer etwas mit dem Daumen gegen die Finger drücken. Und trotzdem wollen wir jetzt sehen, wie wir es schaffen können, mit den Fingern flexibel zu sein. Wenn Finger flexibel eine Saite auf das Griffbrett drücken sollen, ja, dann muss es möglich sein, dass die einzelnen Gelenke der Finger sich bewegen. Das heißt, sehen Sie bitte zu, dass Sie beim Greifen die vorderen Gelenke der Finger gebeugt halten. Das mittlere Gelenk ist sowieso gebeugt und lassen Sie es zu, dass beim Aufschlagen dieses hier etwas federn kann. Und zwar das ist im Prinzip das gleiche wie bei der Geige. Übrigens würden Sie es beim Klavier auch merken, lustigerweise. Das Grundgelenk gibt nach in Richtung der Streckung des Fingers, während die anderen beiden Gelenke sich leicht beugen. Dieses Beugen ist nicht so stark wie beim Cello, wie wir es gleich sehen werden, sondern der Finger kommt insgesamt etwas flacher, also so. Trotzdem soll beim Aufschlagen die Möglichkeit bestehen, sehen Sie das? Ich mache jetzt mal zwischen zweiten und vierten Finger den Wechsel. Hier sehen Sie das, wie die Finger im Prinzip hier, die Glieder, zum Federn geeignet sind. Und dieses sollten Sie in Ihren Übungen, in Ihren Stücken immer wieder trainieren. Also der zweite schlägt auf, der erste schlägt auf und auch der federt leicht ab. Der zweite schlägt auf und der vierte schlägt auf. Die Finger stehen in etwa senkrecht zum Kontrabass. Wenn Sie das mal anschauen, so sieht die Hand in etwa aus. Also ich drehe nicht so sehr die Hand so, wie das bei der Geige der Fall ist, sondern ich lasse sie senkrecht. Das ist halt, da haben Sie einfach mehr Kraft, die Finger. Gell? So, und jetzt können Sie mal am Bass versuchen, den ersten Finger aufzuschlagen und so laut aufzuhören schlagen, dass man wirklich den Ton auch hört. So, ja. Dann wieder loslassen. Aufschlagen, loslassen. Aufschlagen und immer nachfedern im Grundgelenk. Und loslassen. Jetzt lassen wir den ersten liegen, dann machen wir das mit dem zweiten. Aufschlagen, loslassen, aufschlagen, hoch. Wenn Sie können, dann können Sie auch Ihre Finger damit kräftigen, dass Sie beim Hochheben die Saite etwas anzupfen. Lassen Sie den zweiten liegen. Sie wissen ja, beim Kontrabass hat der dritte Finger keine eigene Funktion, sondern vom F zum Fis geht es von 2 nach 4. Aufstützen. Man spricht beim Kontrabass wirklich von Schlagübungen. Aufschlagen und abheben. Das ist das, was Ihnen mit der Zeit wirklich die Kraft bescheren wird, die es braucht, um schnell zu greifen auf dem Kontrabass. Sehen wir uns jetzt einmal an, was es für einen Unterschied macht, dagegen auf dem Cello zu spielen. Wenn Sie jetzt
Cello spielen, dann liegt der grundsätzliche Unterschied des Greifens zum Kontrabass darin, dass das Cello hier am Brustbein angelegt ist. Was bringt das uns? Das bringt uns Folgendes, dass hier das Instrument vom Brustbein insofern gestützt ist, als es für das Greifen einen Gegendruck bietet. Das heißt, ich kann mich mit den Fingern auf der Seite aufstützen. Ich brauche überhaupt nicht meinen Daumen. Sehen Sie das? Ich habe ihn hier mal in die Luft genommen. Dann kann man sehen, der ist vollkommen frei beweglich und ich kann trotzdem die Seite herunterhalten. Ich demonstriere das mal. Alles ohne Daumen ist möglich. Das ist das eine. Das andere ist der Punkt, dass es möglich sein sollte, zu greifen und damit einerseits mit den Fingern zu federn, wie ich das Ihnen hier gerade vormache. Die Federwirkung besteht wieder auf die gleiche Weise, wie beim Kontrabass und bei der Geige und Breitsche natürlich auch. Die vorderen beiden Gelenke des Fingers, die können sich biegen, während das Grundgelenk hier federnd nachgibt in die entgegengesetzte Richtung. Das ist die Federwirkung. Und die findet hier natürlich beim Cello genauso statt. So, als nächstes brauche ich für meine Finger genügend Raum, um sie aufzuheben. Das heißt, ich muss eine Armstellung finden, in der der Arm nicht zu tief ist, sodass ich hier mit Kraft mich hineinkrallen muss in die Seite, sondern ich möchte mich schon mit meiner Hand oben drauf auf die Seite stellen, aber doch nicht zu hoch, weil sonst wird es mit dem Aufheben der Finger schwierig. Das können Sie gerne mal ausprobieren. Heben Sie bei den Armen extrem hoch und dann werden Sie merken, wie das hier in den Fingern zieht, wenn Sie die Finger hochheben. Das sollte nicht sein, sondern der Arm sollte soweit doch entspannt auf den Fingern stehen, dass ein Heben des Fingers und ein federndes Aufschlagen gleichermaßen möglich ist. Sie sehen das. Das trainieren Sie bitte, und zwar mit allen Fingern, auch mit dem vierten Finger. Nehmen Sie die Hand nah genug ran, dass der vierte Finger hier wirklich nachgeben kann. Ja? Wenn Sie zu weit weg sind, dann ist der Finger so gestreckt, dass Sie nicht mehr federn können. Das heißt, die Hand muss nah genug an den Finger ran sein. So. Das sollte alles dann möglich sein, wenn Sie auf diese Art greifen. Bitte denken Sie nicht, dass das von heute auf morgen geschieht. Das ist eine Frage des Trainings. Die Finger sind nicht von vornherein flexibel, wenn Sie dieses Gewicht auf die Seite ausüben müssen. Das ist wirklich eine Frage des Trainings. Bitte machen Sie Ihre Übungen und achten Sie bitte bloß immer wieder darauf. Die Finger müssen federn und flexibel aufkommen. Drücken Sie nicht gegen den Daumen, das würde die Finger versteifen. Das können wir nicht brauchen, sondern die Finger müssen flexibel aufkommen. Und damit wünsche ich Ihnen alles Gute, viel Erfolg bei Ihren Experimenten bezüglich Ihrer Haltung und machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.